Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Wildflowers. Und wir müssen mal gucken, wir haben einiges im letzten Part erlebt. Wir haben auch wieder ein bisschen was gebastelt hier. Unter anderem haben wir... stopp, nee, da will ich nicht hin. Violet natürlich enttarnt gehabt. Dann hatten wir einen Besuch bei der Trauergruppe. Da hat uns Vanessa Softe zu eingeladen. Dann sind wir abends im Wald gewesen und haben, mal gucken. Das könnte ich auch mal machen, ja. Mach mal. Und haben, halt die Enttarnung von Violett gehabt und haben von der Hohepriesterin einen Zeitbeschleunigungszauber in Auftrag bekommen. Den haben wir auch schon gebastelt. Ja, den haben wir schon hergestellt, den haben wir. Ich muss jetzt nur noch überlegen, wem ich es geben will. Ja, und wir sollen, also halt, achso, nee, wir sollten zu Ariel und der lernt uns den Gestaltwandeln-Zauber, damit wir uns in Katzen verwandeln können, um im Zentrum für Bewusstsein zu spionieren und Cameron sein Notizbuch zu klauen. So, genau, das ist alles los gewesen. Also es gab eine Menge zu gucken. So, wartet mal, also das könnte ich schon mal machen. Momentan bin ich mehr wieder auf der Option, dass Lina vielleicht die Hohepriesterin sein könnte. Weil Sophia mir doch nicht so ganz passt. Die ist... gewisse Sachen passen da nicht. Also Lina steht zum Beispiel öfter mal im Wald und sie geht dann immer darauf ein, dass man Sachen sammeln kann, mit denen man Tränke basteln kann und so. Das sagt sie ab und zu und ja, auch so andere Sachen. Ja, deswegen, Perry ist eine Fee. Warum soll die eine Hexe sein? Das macht auch irgendwo nicht richtig viel Sinn. Hier, das könnten wir dann machen. Dran an den Schuppen, genau. Ich wollte die den Werkzeugschuppen ausbauen. Ja, aber das wird heute hauptsächlich unser Ding werden, denke ich mal. Ja. Jetzt heißt es aber erstmal hier gucken. Oh, fein! Der Honig ist fertig. Ich bin begeistert. Seht ihr, so muss das laufen, wenn man nicht ewig um 5 Jahre auf einen Honig warten muss. Dann ist das Ganze schön. Dann macht das auch Spaß. Hoppla. Und dann kann man da mit den Sachen auch mal was anstellen. Das ist doch mal... Das ist doch mal was, siehste? Mhm, einsammeln, einsammeln. So, haben wir neuen? Haben wir hier auch neuen? Ja. Gut. Hi, Mietze. Sag mal, wirst du vielleicht noch eine Rolle spielen, wenn es um diese Gestaltwandlung geht? Bist du denn meine Vorlage? Ich sollte dich ganz genau angucken. Wie siehst du aus? So möchte ich auch rumlaufen. Mhm. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was Sache ist. Gut. Ja, dann erstmal hier unser Hühnchenlieb haben. Guten Morgen. Ja, lass dich mal füttern. Und Herzchen geben. Ach, ich überlege, ob ich mir noch einen Huhn kaufe. Aber eigentlich, ich weiß nicht. Ich muss hier nicht unbedingt Hühner und Tiere halten. Deswegen, das kostet auch immer Zeit, diese Sachen hier zu machen. Ja, deswegen, eins reicht mir erstmal. Ich habe genug Eier, die kann ich verkaufen und sonst noch was damit anstellen. Also insofern, alles gut. Für den Anfang. Später kann man vielleicht, wenn man noch andere Mittelchen hat und andere Möglichkeiten, kann man ja immer noch mehr Tiere halten, denke ich. Oh, hey, die Kanne ist leer. Jo, gut, okay, das hat jetzt so, ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Dann füll mal bitte auf. Ah, das geht ja nicht. Weil ich hier nie was gieße, weil ich ja hier nur die ganzen Blumen rumstehen habe und die auch immer schön stehen lasse, damit die ordentlich was für den Honig hergeben. War mir das jetzt gar nicht klar, dass ich wieder die Kanne auffüllen muss. Wir haben auch wieder neue Sachen angesetzt hier, ne? Damit da wieder was wächst. Weil es ist ja Blödsinn, wenn hier 3 Felder frei sind, nur weil, ja. Ich weiß nicht, wann der Sommer hier zu Ende geht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir den dann wieder abwechseln müssen mit Herbst. Und wie lange das noch dauern kann, puh. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen kümmern wir uns erstmal schön drum, dass hier auch ordentlich was wächst. Damit wir auch Geld machen können, unter anderem. Und Sachen haben zum Kochen und so weiter. Und für meine ganzen Sachen hier, Rezepte, Zaubertränke und. Ja, so, erstmal wieder den Kram einsammeln. Gut. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt wollte ich noch mal kurz da gucken. Ran an den Schuppen. Ja, also das Schuppendings haben wir freigeräumt. Ja, dann
würde ich das zuerst machen wollen. Wir gehen einmal in die Stadt, geben den Schuppen in Auftrag und dann geht's nach Ravenwood Hollow und wir gucken mal, was Ariel uns zum Thema Gestaltwandlung erzählt. Ich glaube, das ist gut. Weil Parker braucht ja auch immer ein bisschen, bis er den Kram gemacht hat. So einen Tag braucht er ja, glaube ich, dafür. Dann kann der schon mal loslegen. Ach, Mann, ich bin so aufgeregt. Es ist so viel zu tun. Es ist so genial. Ich komme irgendwie zu gar nichts gefühlt. So, was hast du sonst zu erzählen? Wenn Kai das nächste Mal herkommt, um sich meinen Klarlack für sein Surfbrett zu leihen, muss ich ihn daran erinnern, dass er ihn nur in einem gut belüfteten Raum verwenden darf. Ich liebe den Kerl, ernsthaft, aber ich glaube nicht, dass er es sich leisten kann, noch lockerer zu werden. Ja, das glaube ich auch. So, wenn man da oben ist, das Ding, ja, lass uns mal einen Werkzeugschuppen bauen. Du scheinst schon etwas Platz geschafft zu haben. Ich kann also anfangen, sobald du mir Bescheid gibst und das Geld stimmt. Jo, mach mal. Danke. Du wirst viel mehr Platz für deine Werkzeuge und so haben. Das klingt gut. Das sollte nur etwa einen Tag dauern. Prima, jawohl. Wir lassen den Werkzeugschuppen bauen. So, und dann kommt er auch schon direkt wieder mit. Wir haben schon wieder fast ein volles Herz. So, ich renne mal wieder zurück. Ich hätte zwar gucken können, ob Kai da ist, indem wir Hallo sagen können oder so, aber... nee, ich will jetzt zu Ariel. Ich will wissen, was ist mit diesem... Ah, guck mal. Parker war schneller als ich. Frechheit. Ich will jetzt wissen, was es mit diesem Gestaltwandlungszeugs da auf sich hat. Abmarsch. Hoffentlich sieht mich keiner. So, so, so. Was haben wir denn hier hängen? Irgendwas. Oh, was ist das? Das ist Goldessenz, oder? Oh, ich habe noch gar kein Gold. Oh, da will jemand Schwebetrank. Okay, was ist das? Kerzschmerz. Oh. Ja, das kann ich eigentlich auch demnächst. Da wenn ich die Kerzenstation, die wird sich langsam lohnen, doch. Oh, und da möchte jemand Sterngucker machen. Es ist schwer, tagsüber die Sterne zu betrachten. Ich brauche ein paar Nachtzauberformeln. Ich werde ja auch nicht jünger. Okay, wo kriege ich Nachtzauberformeln her? Ich habe keine Ahnung. Aber wir gucken mal. Ah, heute zu? Dann lass uns mal so reden. Reden kann ich doch mit dir, oder? Ja. Du sagtest, du hättest Neffen. Klar, meine Schwester lebt mit ihrer Familie in der Stadt. Zogen vor Jahren dorthin. Ich wusste gar nicht, dass Goblins in der Stadt leben. Aber da doch. Goblins lieben eine gute, verlassene U-Bahn-Station. Schön feucht. Okay, na fein. Da müssen uns natürlich auch mit den ganzen Leuten hier noch anfreunden. Sag mal, ihr habt jetzt alle zu, ne? Da bin ich wieder mal völlig am falschen Tag irgendwie. Aber gut, warte. Aha, gut. Da habe ich dich gefunden. So, hast du noch was zum Erzählen? Du hast noch weitere Fragen, oder? Hey, das waren ja eine ganze Menge Informationen. Wohl wahr. Schieß los. Wenn die Dämmerung so gefährlich ist, warum lebst du dann so nahe daran? Weil wir Feen das müssen. Wir brauchen eine Menge Magie unter unseren Füßen. So wie ihr Menschen ein wenig Sonne auf der Haut spüren müsst. Also quasi das Vitamin D der Feen ist die Dämmerung. Gut, was sagst du mir? Ha! Hi, Ariel. Erstmal normal reden. Komm, da. Ich will ja nicht unhöflich erscheinen, aber warum zeigen deine Füße nach hinten? Das ist gut, dass du das fragst. Damit kann ich die anderen perfekt an der Nase herumführen. Das stimmt. In Pindoretama habe ich mehr Jäger aus dem Wald und weg von den Tieren geführt als alle anderen Kurupiras, genau. Ja, logisch, weil, ja, die laufen den Füßen hinterher, die zeigen in die falsche Richtung und ja, das macht Sinn. Nichts verwirrt die Menschen mehr als Fußspuren, die in die entgegengesetzte Richtung führen. So, dann erzähl mir doch bitte mal was über das Gestaltwandeln. Also, lernst du dich in die Haut, das Fell einer Katze zu versetzen? Ah, guck mal, das ist unsere Katze! Und da ist noch eine, oh, die ist süß! Gott, die Katzen sind so goldig. Ja,
endlich! Darauf habe ich jahrelang gewartet. Typisch Violett. Ich sage das ja nicht oft, aber Geduld. Vergiss nicht, die Tiere zu respektieren, die dir ihre materielle Gestalt leihen. Was? Ich dachte, wir lernen, wie man Katzengestalt annimmt. Mach dich doch nicht lächerlich. Das kann niemand. Aber wir können Tiere höflich fragen, ob wir sie eine Weile in ihrem Körper begleiten dürfen. Ach, so funktioniert das. Ganz genau. Grimalkin und Kleopatra hier. Ah, Grimalkin und Kleopatra. Wir haben darin schon viel Routine. Okay. Oh, natürlich, Tara. Violet, ihr müsst jetzt um Erlaubnis fragen. Grimalkin, du edelste aller Katzen. Ich wäre dankbar, dich begleiten zu dürfen. Süß. Also Grimalkin heißt die Katze von Violet. Soll das ein Scherz sein? Ein Einführungsritual oder so? Freunde, bitte entschuldigt die Manieren unseres neuesten Mitglieds. Ihr Speziismus entspringt nur ihrer Unwissenheit. Ich kann die Gedanken unserer guten Freunde mit Kiemen, Federn und Pelz wahrnehmen. Aber ihr, liebe Hexen, könnt ihr Bewusstsein teilen. Und das macht euch einzigartig. Tara, Kleopatra muss wissen, dass sie dir vertrauen kann. Okay, Kleopatra. Darf ich, dich begleiten? Ob das so richtig zuversichtlich klang, das aber noch nicht, oder? Sie sagt natürlich. Los, nimm diese Gestaltwandel-Zauberformel. Ihr müsst sie auf eure ausgewählte Katze wirken. Okay. Alles klar. Wirke den Tier-Gestaltwandel-Zauber auf deine Tiervertraute. Das ist deine Katze. Und das ist dann die Katze aus dem Haus. Bestätigen. Haben wir die jetzt gekriegt, die Zauberformel? Machen wir das jetzt direkt oder... lass gucken. Moment. Haben wir jetzt die Zauberformel oder haben wir nur das Rezept für die Zauberformel? Ich muss gucken. Ich bin gerade... Nee, der hat uns direkt die Zauberformel gegeben. Wollen wir? Ich bin neugierig. Ich möchte als Katze rumlaufen. Und wie verwandle ich mich zurück? Das hat er gar nicht gesagt. Ja, gut. Ich gucke mal. Na, dann komm mal her, du. Oh Gott, ich hab dich erst nochmal lieb, ja? Einmal nochmal streicheln. So ein hübsches Mädel. Ja, ja. Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Was passiert denn da? Oh. Heiliger Heringssalat, es hat funktioniert. Ich bin eine Katze. Oh, geil! Nicht irgendeine Katze, sondern deine Tiervertraute. Und sie sieht so viel mehr als wir Menschen. So, und jetzt los mit euch. Auf zu eurer Schleichmission. Okay. Wie kommen wir jetzt von hier wieder nach drüben? Mit dem Boot. Okay, irgendwie sind wir hier wieder hergekommen als Katzen. Na gut. Wir müssen ins Zentrum für Bewusstsein. Wir sollten herausfinden, was dort passiert ist. Okay. Hey, du klingst ganz normal. Abgefahren. Das wirft so viele Fragen auf, aber wir sollten losflitzen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Okay, ist die Katze aus dem Haus. Folge der Katkolytin zum Zentrum für Bewusstsein. Ja, ich weiß, dass es irre ist, eine Katze zu sein. Aber komm, nicht trödeln. Geil, guck mal. Ich habe sogar einen Beschleunigungszauber als Katze. Hey, Violett ist viel langsamer als ich. Aber sind wir nicht süß? Guckt uns doch mal an. Oh, wie goldig. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass ich mal als Katze durch die Gegend renne. Oh, also das Spiel ist ja, also ich weiß nicht, perfekt, da geht's nicht. Ich mache immer mal kurz Stopp, damit ich hier mit der Violet herlaufe. Ich will nicht zu früh ankommen. Gott sei Dank sind die Einwohner hier ja schon an diese Katze gewöhnt. Das hat Vorteile. Da die mich schon kennen, also die Katze zumindest, werden sie jetzt nicht stutzig, weil ich hier durch die Gegend renne. Okay. So, und jetzt?
Zeit zu gehen. Wir müssen mucksmäuschenstill sein. Okay. Wenn sie uns hier erwischen, können sie uns einfach für Mäusefängerinnen halten, die das Zentrum sauber halten. Aber wenn wir anfangen, verdammtes Hochdeutsch zu babbeln oder plappern, werden sie uns nicht einfach ignorieren. Mir hat's die Sprache verschlagen. Hab's kapiert. Ja. Na dann. Wo ist das nur? Ah, guckt euch das an, ist das süß. Ist die Katze aus dem Haus. Suche im Zentrum für Bewusstsein nach Camerons Notizbuch. Okay, ich suche mal. Ist das vielleicht hier irgendwo? Ah, da ist was. Ah, hier ist es. Und die Zahl der Querulanten scheint sich in unserem schönen Stadt zu häufen. Sie waren es, die auf dem Sommerfest heidnische Bräuche verbreitet haben. Leute, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Mein Telefon bibbelt, keiner nimmt ab. Naja, gut, okay. Ja. Wie auch immer, sie sich nennen mögen. Ihr Ziel ist klar, Chaos zu sehen und euer wahres Potenzial zu unterdrücken. Das ist eine Lüge. Hä? Das ist eine Lüge! Hä? Wer war das? Findet sie! Eine körperlose Stimme. Das müssen Hexen sein. Ich meine Querulanten. Wir sollten verschwinden. Ja, aber schnell. Puh. Cleokatra ist schnell. Das Rennen war gar nicht anstrengend. Schön, dass es dir gefallen hat. Denn gleich lässt der Zauber nach. Gut. Bin ich ja beruhigt. Ah! Und da sind wir. Jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Einen Augenblick. So, da bin ich wieder zurück. Und es kann weitergehen. Mann, menschliche Sinne sind nichts im Vergleich zu Katzensinnen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn. Danke, Grimalkin. Du bist die beste, Cleokatra. Ja, schön. Oh, fein. Wir waren Katzen, Leute. Es hat Spaß gemacht. Das war so geil. Dann lass mal dieses Tagebuch sehen. Wir haben beim nächsten Treffen des Zirkels jede Menge zu erzählen. So viel ist sicher. Ist die Katze aus dem Haus. Sprich mit der Hohepriesterin und erzähle ihr, was du im Zentrum für Bewusstsein erfahren hast. Ja, irgendwie war es ein bisschen chaotisch bei mir, weil da ausgerechnet da das Telefon losging. Und es war auch ein wichtiger Anruf, deswegen bin ich dann letztendlich doch dran gegangen, weil es dann auch noch bei mir am Handy gebimmelt hat. Ich war da so, was ist denn jetzt los? Hör mal, sagst du noch irgendwas Normales? Kann ich mir... Ja. Hi, Violet. Wie gehen deine Tränk... Moment. Können wir darüber hier reden? Ich meine, meistens hört niemand zu. Verhalte dich also ganz normal. Ich benutze normale Wörter. Nicht gerade Trank. Okay, danke für die Info. Ja, fein. Also, ich liebe Violet. Das muss ich ja mal dazu sagen. Die ist einfach goldig. Und ja, ich bin... Hallo, Mieze. Du hast dir was verdient. Weißt du was? Du hast dir wirklich was verdient. Moment mal. Komm mal her. Du hast dir was verdient. Und zwar ein Fisch. Ich habe ja auch noch ganz viele Fische im Inventar. Guck mal, wie wär's denn mal mit so einem schönen Thunfisch? Ja, einen blöden Platz ausgewählt zum Essen lassen. Na, egal. Da habe ich wohl herausgefunden, was sie am liebsten mag. Oh! Ha! Du hast eins von Katzes Lieblingsgerichten entdeckt. Jo, toll! Hurra, Thunfisch, jo. Alles klar, hurra. Gut, dann gibt es auch noch eine Streicheleinheit. So, Cleokatra heißt die Katze übrigens, ne? Jetzt wissen wir es auch. So, alles klar. Dann haben wir noch mal ein paar Herzchen gekriegt. Waren wir jetzt hier heute schon mal im Wald? Nee, scheinbar noch nicht. Es zieht irgendwelche Nüsschen an. Also, dann dackel ich hier mal kurz rum und dann muss ich mal sehen und... Ach, Leute, das mit dem Telefonanruf hat mich ja jetzt total aus dem Konzept gebracht. Das tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder so durcheinander bin. Aber na gut, wir kriegen das auch wieder auf die Reihe. Ich muss jetzt halt so
das alles wieder schneiden und so, damit das ein bisschen doof bis hier wieder zusammenkommt. Egal. Ist wurscht. Aber als Katze unterwegs zu sein, hat Spaß gemacht, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man läuft wirklich als Katze rum. Die hat ja sogar den Beschleunigungszauber drauf gehabt. Also war schneller unterwegs als Violett. Oder Violetts Katze. Ja, es ist einfach nur himmlisch. Es ist genial. So, was muss ich denn jetzt machen, Mensch? Das Ding muss ich der Hohepriesterin tagsüber geben. Da läuft sie doch gerade. Wollen wir? Ja, komm, wir machen das. Ah, nee, das machen wir. Nee, das machen wir am nächsten Tag. Komm, ich bin ja jetzt in der Kurzversion von, was ich dahinter schneide. Oh, Mann. Wir gehen nach Hause. Wir gehen jetzt einfach mal. Hallo, wie bist du an mir vorbeigekommen? Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ich bin zu platt. Irgendwie, ja. Kann ich gerade nicht mehr so richtig. Ich wollte gerade sagen, wieso geht denn jetzt Licht an hier? So, schauen wir mal, was wir hier noch haben. Wir haben einen Schwebetrank, wir haben... Was ist denn das? Geisterflammen. Wofür ist die nochmal? Ein Geisterflammentrank wird für die mächtigsten Hexenrituale benötigt. Ja, komm, machen wir mal. Weiß man nicht. Braucht man bestimmt auch demnächst mal wieder. So, hier habe ich nichts zum Basteln, was ich gerade brauche. Okay. Und hier, auch gerade nicht. Und da... Wieso habe ich denn hier nichts drin? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Komm, machen wir mal davon was. So, ist alles am Laufen. So. Jetzt nochmal hier gucken. Also, schnell gewirkt ist halb gewonnen. Das geben wir der Hohepriesterin tagsüber. Heißt, am besten im nächsten Part gehen wir Lina besuchen und gucken mal, wie sie reagiert, wenn wir ihr diese Zauberformel in die Hand drücken. Da müssen wir auch mit der Hohepriesterin sprechen. Das könnten wir auch am nächsten Tag machen. Da muss ich jetzt nicht nochmal dahin rennen. Dann wird der Schuppen gemacht und wir brauchen immer noch für den sanften Abstieg Zeug. Ja, gut, dann machen wir das doch jetzt einfach so und gehen ins Bett. Batch. Jo, das heißt, das war's dann jetzt auch von mir. Sorry für das Durcheinander jetzt, aber der nächste Part wird mit Sicherheit dann wieder ein bisschen entspannter. Aber ich fand's einfach genial. Ich wollte das nicht unterbrechen mit den Katzen. Es war einfach zu gut. Mal gucken, ob wir das jetzt öfter machen können, wenn das ein Zauberspruch ist. Und wenn wir den machen, können wir vielleicht öfter als Katze rumrennen. Könnte ich mir fast vorstellen. Naja gut, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss!